Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part sind wir dann auch recht schnell in Vanitea angekommen und haben uns dort das Schloss angesehen. Wir haben auch gehört, zusammen mit Sanna, dass der Weg auf Route 7 versperrt ist derzeitig. Und zwar durch ein schlafendes Relaxo. Und wir müssen es aufwecken durch die Pokeflöte, die wir im Magnum Opus Palast finden. Und zu diesem Schloss, also zu diesem Palast meine ich, sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Warum reisen wir und warum kämpfst du? Ist eine gute Frage. Auf jeden Fall besiegen wir jetzt die Trainerin und dann sollten wir auch im Palast ankommen, um uns die Pokéflöte zu holen. Und so nebenbei sollte hier auch noch unser drittes Teammitglied auf uns warten. Hier rechts und links im Gras. Und das sollten wir uns hoffentlich auch heute noch fangen können. Dann können wir das auch gut ins Team einarbeiten. Da freue ich mich schon drauf. So, dieses Zickzacks wird nicht mehr lange leben können, da Ryan es gleich platt macht. So, und ich habe auch im letzten Part gemerkt, dass der EP-Teiler bis vor kurzem noch eingeschaltet gewesen ist. Habe ich gar nicht bemerkt. Kein Wunder, dass ich auch in den letzten Parts immer so viele Level bekommen habe. Jetzt ist er auf jeden Fall ausgeschaltet und wird auch ausgeschaltet bleiben. Hallo Trassler. Du bist jetzt hier eine Psychofee, aber Rankenhieb sollte trotzdem ausreichen, oder? Ja, tatsächlich. Alles klar. Das wär's dann auch. Obwohl, ja, okay, da ist ja noch ein. Okay, Schluckpuck, dann wechsle ich lieber aus. Das ist ja ein Gift-Pokémon. Das haben wir auch schon kennengelernt. Und Ryan mit seinen Pflanzen-Pokémon wird da nicht viel reißen können. Alles klar, Luke. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding mal zur Schnecke. Das sieht ja auch fast wie eine Schnecke aus, muss ich sagen. Wir können ja mal die neue Attacke Raub einsetzen, die du gelernt hast, durch die TM. Vielleicht hast du ja ein Item. Aber anscheinend nicht. Gut, ich bin mir fast sicher, die Aquavelle hätte auch gereicht. Also komplett gereicht, aber ist jetzt auch egal. Vielleicht hätte sie ja ein Item gehabt. So. Der kleine Müllsack ist somit auch besiegt. Sehr schön. Und du ja auch. Irre ich mich oder hat mich dein Pokémon-Team gerade ausgelacht? Das kann sein. Aber man kann sich auch irren. Na, auch egal. Weiter geht's durch die Palais-Allee und dann können wir hier weiter zum Magnum Opus Palast. Und da sind wir auch. Hört sich auf jeden Fall sehr schön an. So, und wenn wir jetzt hier links lang gehen, dann können wir hier zur Grasfläche ein paar Pokémon-Trainer besiegen und dort unser drittes Teammitglied fangen. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Ich glaube, das mache ich erst am Ende des Parts. Beziehungsweise dann kann ich erst wirklich danach suchen, wenn ich werde auf jeden Fall offscreen danach suchen. Das dauert mir zu lange, bis ich das gefunden habe. Das ist nämlich erst recht selten aufzufinden. So. Der Eintritt kostet 1000 Pokédollar pro Person. Im Ernst? Das kostet Geld? Der Eigentümer des Palastes vertritt die Ansicht, dass man nie genug Geld haben kann. Menno, so werden die Reichen immer reicher. Hier, da hast du deine 1000 Pokédollar Eintritt. Von mir auch noch, oder wie? Das eingenommene Geld wird zur Instandhaltung des Palastes verwendet. Das ist super. Also zumindest zum größten Teil. Wisst ihr, wir werden nicht mehr danach gefragt, ob wir bezahlen wollen. Ist auch so eine Sache. Na, wenn wir keinen anderen Weg haben, dann müssen wir eben 1000 Pokédollar dafür bezahlen. Auch noch zu zweit jeweils. Super. Und dann rennt sie einfach rein. Gut, rein mit uns. Wir haben jetzt eh keine andere Wahl mehr. Gut, der Palast wartet. Hallöchen! Ah, sehr interessant gemacht hier. Wo ist es? Wo kann es denn sein? Mein Kaufwurf! Mein geliebtes Kaufwurf ist verschwunden! Da hat jemand ein Problem. Hast du das gehört, Master Flupa? Lass uns beim Suchen helfen. Stell dir mal vor, wie schlimm es sein muss, wenn das eigene Pokémon verschwindet. Da wird man ja richtig verrückt vor Sorge. Gut, dann werden wir ihm wohl helfen müssen. Vielleicht hilft er uns dann selber mal mit der Pokéflöte als Gegenleistung. Und ich bin mir jetzt schon sicher, wo es zu finden ist, nämlich hier im Garten. Und der ist verdammt schön, muss ich sagen. Ja, hier kann man schon einiges sehen. Da ist ein Trainer mit einem Gigantes und einem Mebrana, wie ich sehe. Zwei Pokémon aus der fünften Generation. So, und hier ist der nicht allzu kleine Garten. Ich suche hinten! Ich weiß auf jeden Fall, dass das Käufer hier hinten zu finden ist. Und dann suchen wir auch gleich danach. Und Achtung, hier ist sogar eine Statue. Eine Statue von Reshiram, dem Pokémon, das allen hilft, die nach Wirklichkeit streben. Und auf der anderen Seite wird es auch noch Zekrom geben. Gut. Ich habe im letzten Part übrigens auch von der VM Zerschneider geredet. Die sollten wir auch hier finden. Also machen wir uns mal daran, das zu finden. So, ja, genau, klar. Zerschneider finden, bla bla bla. Kann man einsetzen, wenn man... Und da ist sie auch schon, ja. VM1 Zerschneider. Kann man nur einsetzen, wenn man den Krabbelorden hat. Und den haben wir auch. Gut. Ich würde sagen, wir geben Ryan mal den Zerschneider. Ich meine, der ist ja auch noch genau gleich stark hier. Genau. Genauso stark wie der Tackle, den Ryan noch hat.
Obwohl, sogar noch stärker. Stärke 50. Stimmt ja auch. Gut, also noch ein bisschen stärker als der Tackle kann das sein. Ah, der Tackle ist ja auch Stärke 50. Der war vorher ja Stärke 40 eigentlich. Und der Schneider eigentlich auch. Gut, sind beide hochgelevelt worden in der 6. Generation. Gut zu wissen. So, dann hat Ryan jetzt Zerschneider gelernt. Gut, wir können dann vielleicht auch noch in dieser Zeit zurücklaufen nach Manitea und von dort aus zurück zur anderen Route und dann mal gucken, was dann dort an Items lagert oder liegt oder wie auch immer. Erstmal gucke ich mich hier um, vielleicht liegen noch weitere nützliche Items herum. Und da ist auch das Koi-Ruff, darum kümmern wir uns erst später. So, noch ein richtig schöner Brunnen. Die brauchen auf jeden Fall Geld, damit das hier noch richtig schön instand gehalten wird, wie auch immer man das sagt. Das war natürlich Ironie, für die es nicht gemerkt haben. Gut, ist hier vielleicht auch noch ein Item? Ich glaube, hierfür bräuchte man auf jeden Fall noch den Detektor bzw. das Itemradar. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Ich finde es übrigens nicht so schön, dass man hier die Roller Skates nicht verwenden kann. Oh, da ist ein Item, das habe ich mir eben fast übersehen. Ein Beleber, yay! Den kann man gut gebrauchen. So, ab in die Tasche damit. Ja, eigentlich, ich meine, das ist zwar ein Garten, und der sieht auch relativ schön aus, aber trotzdem, man müsste doch eigentlich mit den Roller Skates hier leiden fahren können, oder nicht? Ich meine, komm schon. Ist doch nur gerecht. Na gut, wir sollten nicht mehr lange darauf warten, bis wir Koi-Ruff einfahren können. Wir machen es am besten jetzt. So, hallo. Wuff, wuff. Und der trottelt einfach weg. Finde das super. Bitte lauf doch nicht weg! Hey, Master Flooper, hilf mir! Gut, wir werden es wahrscheinlich einkesseln müssen. Da drüben geht es zu einer Sackgasse. Wir teilen uns am besten auf und treiben das Koi-Ruff dorthin. Eine sehr schlaue Idee. Ich werde es an der Flucht hindern. Sag mir einfach, wo ich mich hinstellen soll. Zum Beispiel... Dort drüben. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, wo ich mich hinstellen soll. Zu zweit sollte es kein Problem sein, dieses kleine Rätsel zu lösen und das Koi-Ruff zu erwischen. Gut, dann geben wir uns halt Mühe. So, da ist das Koi-Ruff. Das heißt, stell dich mal hier hin, Sanna. So. Vielleicht sollte ich dort warten, wo ich in mehr Richtungen Ausschau halten kann. Ach so, am besten dann doch hier vielleicht? Wäre es möglich? Hallo? Nee, ich will dich ansprechen. So. Toll, dann willst du nirgendwo anders hin, oder wie? Also hier möchtest du nicht hin, aber hier möchtest du hin. Ah, dann weiß ich, wie wir es machen. Gut, dann stelle ich mal hier hin. Wo soll ich warten? Hier? Soll ich hier stehen? Ja. Verstanden. Das heißt, das Koi-Ruff, wenn wir von hier aus kommen, kann nicht nach unten, weil dort Sanna wartet. Das heißt, es muss quasi nach oben rennen. Hallo. Und da ist es weg. Gut. Hey, Master Flooper. Glaubst du, wir können es so in die Enge treiben? Vielleicht sollte ich besser dort drüben warten. Gut, dann machen wir das mal. Komm wieder mit. Soll ich wohl erst warten? Ja. Okay, ich komme mit. Gut, den Text brauche ich jetzt nicht mehr weiter vorlesen. So, wo bist du jetzt? Okay, jetzt ist Koi-Ruff da. Dann stelle ich Sanna jetzt mal hier hin. So, ja, bitte hier warten. Dankeschön. Das heißt, Koi-Ruff kann hier also nicht mehr lang. Das heißt, ich komme von der anderen Seite und dann können wir es auf jeden Fall in die Enge treiben. So, Hallöchen. Und da ist es in der Sackgasse. Alles klar. Puh, gut gemacht. Endlich haben wir es. Du bist echt toll, Master Flooper. Weil du die Gefühle von Pokémon verstehst, konntest du es einfangen. Oder weil ich einfach gut im Einfangen bin. Ach, da ist der gute Besitzer. Oh, Koi-Ruff, mein geliebtes Koi-Ruff. Seid ihr die beiden, die mein geliebtes Koi-Ruff und mich wieder vereint haben? Ausgezeichnet, wirklich wundervoll. Das verlangt nach einem Feuerwerk. Wir lassen es richtig knallen. Das meint er wirklich, wörtlich. Mein Pokémon und ich sind wieder vereint. Unsere gegenseitige Zuneigung ist unbestreitbar. Dieses Ereignis muss mit einem prächtigen Feuerwerk gewürdigt werden. Und es soll auch ein Dankeschön für eure, wenn auch nicht allzu großen Mühen sein. Also begebt euch zum Balkon. Habt ihr verstanden? Zum Balkon! Dorthin gelangt ihr über den Gang mit den Spiegeln in der ersten Etage. Ja, es ist wirklich ein Feuerwerk, was auf uns wartet. Vielleicht wäre es besser für das Koi-Ruff, wenn wir es nicht gefunden hätten. Wenn ich ein Pokémon-Trainer Pokémon wäre, würde ich so jemanden nicht als Trainer haben wollen. Naja, immerhin bekommen wir so ein Feuerwerk zu sehen. Genießen wir es. Alles klar, dann machen wir das. Und wir müssen laufen, können also nicht skaten, schade. Ja, der Trainer von ihm oder wie auch immer, was er sein soll, scheint sein Koi-Ruff nicht gut zu behandeln, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht weggelaufen. Denn anders ist es ja auch nicht verschwunden. Es ist ja wirklich weggelaufen. Gut, dann geht's zurück in den Palast und dann sehen wir uns mal von dort aus das Feuerwerk an. Ich vermute, von der Zeit her wird es dann auch nicht mehr reichen für heute, um uns das dritte Pokémon
im Team zu schnappen. Dann werde ich das wohl im nächsten Part machen. Aber das passt auch ganz gut. Dann kann ich wunderbar offscreen danach suchen. Das passt ganz gut eigentlich. So, ich muss wahrscheinlich hier oben irgendwo warten. Bin ich hier irgendwo richtig? Der Palast ist irgendwie groß. Guck mal hier rechts. Ah, hier sind die ganzen Spiegel. Ich verstehe schon. So, dann kann ich hier jetzt raus zum Balkon. Sehr gut. Und da wartet Sandra schon auf uns. Hallo. Sehr gut. Das ist schön. Weißt du, das ist das erste Mal, dass ich mir mit einem Jungen zusammen ein Feuerwerk ansehe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, Trattini. Weiher, oder wie man es nennt. Das Feuerwerk, das wir gleich sehen werden, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil ich es zusammen mit dir gesehen habe, Fnupa. Aha. Und da geht's los. Yay! Sieht doch richtig schön aus. Ja, das hat Stil. Und das nur, weil wir einen Käufer gefunden haben. Naja. Wow, das war unglaublich schön. Ich werde diese wunderbare Erinnerung für immer in meinem Herzen tragen. Das war das fabelhafte Feuerwerk zu Ehren meines Käufers. Reicht euch das als Belohnung? Nicht ganz. Oh, da war doch noch was. Die Pokéflöte, genau. Genau, wir brauchen die Flöte, um Relaxo aufzuwecken. Ach ja, die Pokéflöte, also. Hol sie bitte. Sie war einst der Schatz von Chateau Tristesse, bis ich sie als Sicherheit für ein Darlehen erhielt. Arm und reich passen wohl nicht zusammen. Das ging ja schnell. Gib sie ihnen. So. Hier habt ihr die Pokéflöte. Schnupperhell, die Pokéflöte ist sehr schön. Genau die wollten wir haben. Alles klar. Hört mir gut zu, Kinder. Gebt Geborgtes immer zurück. Das ist sehr wichtig. Na, wer weiß. Ich möchte auf dieser Reise zwar viele unvergesslich tolle Dinge erleben, aber diesen Typen will ich am liebsten gleich wieder vergessen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für ihn ist, diesen Palast zu führen. Mag ja sein, aber... Oh genau, Herr Butler, weißt du vielleicht etwas über die Mega-Entwicklung? Ich glaube, mich zu erinnern, ein Buch über diesen Thema in der Bibliothek gelesen zu haben. Jemand, den man heute einen Pokémon, einen Trainer nennt, nennen würde, hat einen mysteriösen Stein hochgehalten, woraufhin sich ein Pokémon noch weiterentwickelt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Bibliothek selbst einen Blick in das Buch werfen. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Okay. Flump erhält das Item TM17 Schutzschild. Okay. Die Attacke Schutzschild schützt den Anwender vor gegnerischen Angriffen. Bei wiederholtem Einsatz steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sie fehlschlägt. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet... Aber gern doch. Wer hätte gedacht, dass der Besitzer von Chateau Tristesse und dieser Typ mal befreundet waren? Ich ja nicht. Wir müssen ihm unbedingt die Flöte zurückgeben, nachdem wir damit Relaxo aufgeweckt haben. Ja, dann werden wir das wohl machen müssen. Okay. Das heißt, wir sehen uns mal kurz in die Bibliothek um. Und dann zum nächsten Part werde ich offscreen mal nach dem dritten Teammitglied suchen. Und das werde ich dann im nächsten Part zu Anfang fangen können. So, hallo. Bla 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 bla. Dann müssen wir unbedingt nachgucken. Ich glaube, das ist gar nicht nötig, oder? Ich meine, zur Mega-Entwicklung werden wir in Zukunft auch noch genug erfahren. Da könnt ihr mir sicher sein. So, ich glaube, ich gehe auch schon raus. Bin ich hier richtig? Ich bin hier falsch. Der Palast ist einfach viel zu groß. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Gut. Ich glaube, ich muss noch weiter nach rechts und dann bin ich irgendwo in der Mitte. Ja, tatsächlich zum Milotic. Die Stadt eines Milotic, welches als das schönste Pokémon der Welt gilt. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Dessen bin ich mir auch bewusst. Gut, ich glaube, zur Bibliothek müssen wir nicht wirklich gehen. Das ist nicht nötig. Oder? Nein, das müssen wir nicht. Also lassen wir das außen vor. Oder wir machen es vielleicht auch im nächsten Part. Oder? Ja, wir machen es erst im nächsten Part. Dann gehe ich erstmal hier lang. Zu den großen Feldern. Und dann warte ich einen Trainer auf uns. Okay. Ich glaube, ich gehe doch lieber den rechten Weg. Dann kann ich von dort aus besser offscreen nach die Pokémon suchen. Ich möchte nämlich diesen Trainer auch im Part machen. Warte mal, wo muss ich lang? Hier muss ich lang. Alles klar. Oder wartet da auch ein Trainer auf uns? Nee, in diesem Fall nicht. Alles klar. Das heißt, meine Lieben, im nächsten Part werde ich dann hier, offscreen werde ich jetzt nach dem, Pokémon suchen, nach dem mysteriösen dritten Teammitglied und dann im nächsten Part werde ich es dann auch einfangen. Das heißt, meine Lieben, bis zum nächsten Part, bis dann und auf Wiedersehen.